Wien im Jubel. Wien ohne Erinnerung. Verlorene Orte. Und nicht erzählte Geschichte. Anfang 1930 hat die Weltwirtschaftskrise Österreich endgültig erreicht und in wenigen Monaten alle arbeitenden Schichten erfasst. Der Zusammenbruch der Kreditanstalt, der damals größten Bank Europas und in Österreich ein wichtiger Stabilitätsfaktor, lässt die Wirtschaft kollabieren. Die meisten Industriezweige sind stark angeschlagen oder bankrott. Die Arbeitslosenzahlen schießen in die Höhe und 1932 sind knapp 560.000 Menschen ohne Arbeit. Die Regierung versucht mit allen Mitteln, Stabilität herzustellen. Gelingen kann das nur mit geliehenem Geld aus dem Ausland. Der Völkerbund gewährt einen weiteren Kredit. Damit verbunden ist die Verlängerung des Anschlussverbots an Deutschland um weitere 20 Jahre. Die Sehnsucht nach dem Anschluss an Deutschland, die sich während der Krise stark entwickelt und vor allem die Jugend ergriffen hat, wird mit dem gefeierten Einzug Hitlers in Wien endgültig gestillt. Das Wiener Totenbuch verzeichnet in diesen Tagen 203 Selbstmorde, darunter herausragende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Politik. Für Wien haben die Nationalsozialisten große Pläne. Hitlers Perle ist nach Berlin die zweitgrößte Stadt des Deutschen Reiches. Und sie soll noch weiter wachsen. Nach dem Anschluss gemeindet man die umliegenden Bezirke ein und vergrößert die Stadt um ein Vierfaches. Man schafft Groß-Wien. Die politischen Gegner und die jüdische Bevölkerung leiden sofort nach der Machtübernahme unter Gewaltexzessen. Doch die Propagandamaschinerie rollt über vieles hinweg und Hitler weiß sich zu inszenieren. Hitler hat sich ja nach 1936 offiziell sozusagen quasi als Friedenskanzler, also nach der Olympiade eigentlich als Friedenskanzler dargestellt in der Propaganda. Und man hatte ja auch das Gefühl, sozusagen er erreicht alles das, also die ganze Revision der Pariser Vorhandeverträge und das alles ohne Krieg. Ja, also das heißt, diese Selbstdarstellung war so gewissermaßen plausibel und ich meine, die Bevölkerung, die Normalbevölkerung wusste natürlich nichts von den Kriegsvorbereitungen, die 36 spätestens sozusagen klar waren. Und insoweit war 38 zunächst das Thema Krieg überhaupt nicht das, was die Bevölkerung beschäftigt hat. Für eine gesunde Wirtschaft muss man, nach Vorstellung der Nationalsozialisten, drei Ziele anstreben. Autarkie, die Eroberung von neuem Lebensraum und die Vernichtung von minderwertigen Rassen. Allem voran gilt es, die behauptete jüdische Weltverschwörung zu zerschlagen. Diese rassenideologischen Argumente sind in allen Aspekten mit Aufrüstung verbunden und mit der Errichtung von Konzentrationslagern. Diese Lager unterstehen Reichsführer Heinrich Himmler und seinen politischen Soldaten der SS, Schutzstaffel der NSDAP. Die Elitetruppe Hitlers hat mit dem Einmarsch in Wien ihren ersten großen Außeneinsatz. Doch Himmler plant viel weiter. Er will mit der SS auch Geld verdienen. Die SS versucht, sozusagen einen Bereich zu finden, in dem sie nicht in Konkurrenz gerät zur privaten Wirtschaft, und das ist der Bereich Steine und Erden. Das ist nicht Rüstungsindustrie,
Dort braucht man viel Personal in Steinbrüchen, Ziegeleien. Das ist sozusagen ideal für Häftlingsarbeit. Noch dazu braucht man, sieht man jetzt mal von den Steinmetzen ab, für viele arbeiten dort keine geschulten Arbeitskräfte. Und hier versucht man eben wirtschaftlich einzusteigen. Die Gemeinde Wien hatte seit vielen Jahrzehnten Steinbrüche im Besitz in Mauthausen und der gesamte Granit der Großstadt Wien kam ja bis in die 30er Jahre, aber natürlich auch in der Zweiten Republik noch aus Mauthausen. Also insoweit gab es eine direkte Verbindung und es war dann ja auch so, dass die Gemeinde Wien angehalten wurde, der SS diesen Steinbruch Wienergraben, wie er auch hieß, an die SS zu verpachten und dann im Laufe des Krieges wurde dann dieser Steinbruch sogar an die SS verkauft. Das Ziel des Wirtschaftszweiges war, sozusagen die SS als starke, autonome Institution aufzubauen, die auch ökonomisch quasi unabhängig ist von anderen Institutionen, von Partei und Staat und damit im NS-Staat selbst sozusagen mehr an Gewicht zu bekommen. Das Einsatzkapital der SS sind Millionen Menschen, in Konzentrationslager verschleppt, versklavt und ermordet. Auch die Privatwirtschaft sieht einer rosigen Zukunft in der Kriegswirtschaft entgegen. Allen voran der deutsche Luftfahrtingenieur Ernst Heinkel. Er erkennt früh, dass mit seinen Flugzeugen viel Geld zu machen ist. Heinkel entwickelt und baut, obwohl es aufgrund der Friedensverträge von Versailles verboten ist, schon während der Weimarer Republik Angriffsflugzeuge. Er weiß genau, worauf es in unsteten Zeiten ankommt. Weil er relativ früh gute Verbindungen zu Rüstungskreisen gehabt hat. Der erste Auftrag ist tatsächlich ein verdeckter Auftrag von der entstehenden Luftwaffe, die natürlich zu dem Zeitpunkt noch völlig illegal ist. Das zieht sich eigentlich durch die ganze Weimarer Republik durch. Und Ernst Heinkel ist der Unternehmer, der relativ schnell merkt, wie man da zu Geld kommt und beteiligt sich von Anfang an, seit er seine Firma dann selbst gründet, an der Luftrüstung aktiv. Heinkel macht mit jedem Geschäfte. Schweden, Japaner, Amerikaner. Und die neue Ideologie kommt ihm entgegen. Er hat ihm gute Connections zu Göring. Der besucht das Werk schon vor 1933 und deutet da auch an, dass Heinkel, wenn denn die NSDAP an die Macht kommen würde, eine Rolle in der Luftrüstung spielen wird. Im Februar 1933 kriegt er dann die ersten großen Aufträge und diese Aufträge kommen zustande, weil er eben vorher schon so ein sehr gutes Netzwerk hat und auf die entsprechenden Personen zurückgreifen kann. Die deutsche Kriegsführung setzt in ihrer Strategie auf Blitzkrieg. Die Angriffe sollen schnell und effizient erfolgen. Dementsprechend sieht man in der Luftwaffe das wichtigste Instrument und Unsummen an Rüstungsgeldern gehen an Luftfahrtfirmen wie Junkers, Heinkel oder Messerschmitt. Die vermeintliche Überlegenheit entpuppt sich als Illusion und schon die Verluste beim Polenfeldzug sind hoch. Nach dem erfolglosen Versuch 1941, England in einem Blitzkrieg der Luftwaffe zu besiegen, ändert man die Taktik. Der Leitung des Luftfahrtministeriums ist jetzt klar, dass man dem Feind quantitativ weit unterlegen ist. Man braucht mehr. Und man braucht es schnell, koste es, was es wolle. In Wiener Neudorf sieht man die Möglichkeit, einen gigantischen Rüstungskomplex zu errichten. Die Flugmotorenwerke Ostmark. Es soll das imposanteste Industriegelände des Deutschen Reiches werden. Der Kernkomplex eines Industrie- und Zulieferclusters, der von Marburg bis Brünn reichen soll. Hitlers Architekt Albert Speer nimmt persönlich am Richtfest im Oktober 1941 teil.
Monatlich sollen 1000 Flugmotoren das Werk verlassen. Dafür braucht es einen Mann der Tat. Einen aus den elitären Rängen der SS. Georg Meindl. Georg Meindl war ein Oberösterreicher, der ein Deutschnationaler, wie das in der Zwischenkriegszeit politisch in der Mittelschicht nicht untypisch war, hat sich politisch engagiert, hatte, und das ist ihm dann später zugute gekommen, sehr enge Beziehungen zur Familie Göring, weil eine Schwester von Hermann Göring in Linz verheiratet war, und das war sozusagen ein sehr enger Kreis von Personen, die sich alle kannten. Mit Görings Hilfe wird Meindl 1938 Generaldirektor der Firma Steyr-Daimler-Puch und damit zu einer der wichtigsten Unternehmerfiguren im österreichischen Raum. Er benutzt seine Verbindungen zum innersten Kreis der NSDAP nicht nur zur exzessiven Expansion der Firma, sondern auch um selbst ganz gezielt Karriere zu machen. Meindl hat keine Scheu davor, Konkurrenten auszubooten. Als es in den Flugmotorenwerken Ostmark beim Anlauf der Produktion zu Verzögerungen kommt, sieht er seine Chance. Mit ihm als Geschäftsführer soll Steyr-Daimler-Puch die mächtigste Firma in der Flugzeugindustrie werden. Die Flugmotorenwerke Ostmark, die ja ab 1941 aufgebaut wurden und mit dem Ziel, das größte Flugmotorenwerk des NS-Staates hier im Wiener Neudorf zu errichten, das war ja ein Desaster, weil sich die Fertigstellung immer wieder verzögert hat. Und das war ja der Grund, warum Generaldirektor Meindl dann auf Geheiß von Göring die kommissarische Leitung übernommen hat. Und Meindl war ja der sofort bei Himmler um ein KZ vorstellig geworden ist und das auch bekommen hat. Und dann haben wir mehrere tausend Personen in Wiener Neudorf als KZ-Häftlinge eingesetzt, neben den vielen ausländischen Arbeitskräften, die sonst als Zwangsarbeiter dort tätig waren. Die Flugmotorenwerke Ostmark haben nie die geplante Leistung erreicht. Vor allem Intrigen und Machtkämpfe in der Führungsetage waren dafür verantwortlich. Man baute, trotz Arbeitskräfte- und Rohstoffmangels, überdimensionierte Werkshallen. Höher, größer, weiter. Die Gigantomanie der NSDAP kennt keine Grenzen. Für die realitätsfremden Entscheidungen schuften mehr als 18.000 Arbeiter, darunter mindestens 1.900 Kriegsgefangene und 2.000 Zwangsarbeiter täglich im Akkord. Doch das reicht nicht aus und Georg Meindl setzt auf ein bewährtes Erfolgsrezept: die gnadenlose Ausbeutung von Häftlingen aus dem Konzentrationslager Mauthausen. Die letzten Relikte der Baracken des Außenlagers liegen im heutigen Industriezentrum Wiener Neudorf und bieten eine friedliche Idylle. Außenlager funktionierten organisatorisch und praktisch wie eine kleinere Ausgabe des Hauptlagers. Folter und Qual, verbunden mit Schwerstarbeit, sind an der Tagesordnung. Unter der ständigen Bewachung der SS werden die Häftlinge nicht nur unzureichend ernährt, sondern müssen auch hier ständig um ihr Leben fürchten. In Wiener Neudorf sind die letzten Reste eines Wiener Außenlagers von Mauthausen sichtbar geblieben. Fundamente, Abflussrohre und Keramiksplitter der Lagertoiletten. Von den hochtrabenden Plänen der nationalsozialistischen Rüstungsindustrie ist nur der Ort der größten Verbrechen bis heute unverbaut geblieben. Meindl kannte, wenn man sich jetzt die Frage ansieht, KZ-Häftlingseinsatz, Kriegsgefangeneinsatz, also überhaupt keine Skrupel. Also er hat hier geradezu begeistert geschrieben, dass man solche Zwangsarbeiter auch unter den härtesten Bedingungen im Winter einsetzen kann. Also ihm war ganz klar, unter welchen Bedingungen diese KZ-Zwangsarbeit stattfindet. Die Stufen zum Lagerkommandanten, über 4000 Häftlinge. Die Gefangenen stammen vor allem aus Jugoslawien, Polen, der Sowjetunion sowie aus Deutschland und Österreich.
Die Fundamente der Baracken haben sich tief in den Boden des heutigen Industriegebiets unweit der Shopping City Süd gefressen. Die häufig wechselnden Betriebsniederlassungen stehen auf einer archäologischen Schicht aus Resten von Kriegswirtschaft, Zwangsarbeit und Terror. Konzentrationslager bedeuten für die Insassen, schutzlos der Willkür der SS ausgesetzt zu sein. Es gibt keinen Anspruch auf Beistand, auf Schutz und keine zeitliche Einschränkung, was die Dauer der Anhaltung betrifft. Der Russlandfeldzug bringt die entscheidende Kriegswende. Die Fronten der Alliierten rücken Monat für Monat näher und die deutsche Industrie kommt ins Stocken. Man sucht sichere Orte vor der immer übermächtiger werdenden Front der Kriegsgegner. Wien im Sommer 1943. Die Postkartenidylle scheint ungetrübt, obwohl der Krieg in ganz Europa wütet. Mit Baldur von Schirach hat man einen glamourösen Gauleiter, der den Wienern gefällt. Doch in Schirach findet die Industrie auch einen wichtigen Unterstützer, wenn es darum geht, nach Wien zu ziehen. Er verspricht den großen Playern Arbeitskräfte und immer noch gilt Wien als luftsicher. Ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber sehr vielen deutschen Städten. Wien als letzte städtische Oase im totalen Krieg. Entspannung vom Kriegsalltag inklusive. Am zivilen Flughafen Aspern herrscht immer noch reger Betrieb. Ernst Heinkel, mittlerweile Wehrwirtschaftsführer und Träger des Deutschen Nationalpreises für Kunst und Wissenschaft, sieht ebenfalls seine Zukunft in Wien, genauer gesagt in Schwechat. Als Ernst Heinkel dann nach Wien zieht, ist klar, dass in diesem Standort KZ-Häftlinge beschäftigt werden. Ihm dürfte auch klar gewesen sein, dass er in eine arisierte Villa gezogen ist. Und es ist sehr schwer vorstellbar, dass er, selbst wenn er in diesem Werk war, ihm nicht aufgefallen ist, dass sich auf Werksgelände, einem heutigen Flughafengelände von Schwechat, ein Außenlager des KZ Mauthausen befunden hat. Der letzte Hangar, in dem KZ-Häftlinge eingesetzt waren, ist heute noch erhalten. Bis Juni 1943 arbeiten hier beinahe 3000 Arbeiter für die Ernst Heinkel AG. Der Arbeitseinsatz bedeutet für die Häftlinge 12 Stunden Tag- und Nachtschichten, bei schlechter Verpflegung, Schlafentzug und ohne jede medizinische Versorgung. Verletzungen oder Erkrankung werden häufig verschwiegen, denn ein Arbeitsausfall zieht den Rücktransport nach Mauthausen und die dortige Ermordung nach sich. Zwangsarbeit buchstäblich bis zum Umfallen, um die an der Front immer dringender benötigten Jagdflugzeuge zu bauen. Im Gegensatz zu anderen Firmenstandorten war es so, dass in Schwechat die SS in die Werkhallen rein konnte. Das ist vielleicht ein Indiz dafür, dass die Sterblichkeit in Schwechat größer war als im anderen Heinkel-Lager. Denn dort sind keine sicheren Rückzugsräume entstanden. Die SS hatte, der Zugriff der SS war auf diese Häftlinge dort total. Während der Arbeitszeit, außerhalb der Arbeitszeit. Letzte Gebäude der Ernst Heinkel AG haben den Modernisierungswandel am Flughafen Wien-Schwechat überdauert. Der Gedenkstein für die 200 ermordeten Häftlinge befindet sich im Sicherheitsbereich des Flughafens und ist nicht öffentlich zugänglich. Die Nationalsozialisten haben ja den Lagerbegriff zum einen positiv besetzt. Also das heißt, die Idee ihrer Volksgemeinschaft, die rassistisch gedacht war, war auch so, dass man
ganz viele Menschen mit Lagererfahrung versehen möchte. Also es gab Lager für HJ und BDM und es gab Lager für Beamte und für Studenten und für jede Berufsgruppe, die sollten mal ins Lager. Das heißt natürlich Uniformierung, der immer gleiche Tagesablauf, die sozialen Unterschiede werden egalisiert. Man hat sowas wie Kampferfahrung, der Nationalsozialismus versteht sich als Bewegung. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eben sogenannte Integrationslager für die sozusagen Mitglieder der sogenannten Volksgemeinschaft. Wir haben auf der anderen Seite die Ausgrenzungs- und Repressionslager. Also das ist ein zweigeteiltes System. Und auch da ist es so, dass der NS-Staat also eine Unzahl von Lagern errichtet. Wenn wir uns jetzt in den Krieg begeben, können wir sehen, dass natürlich eine Stadt wie Wien ganz viele Lagersysteme hat. Da geht es darum, um die vielen ausländischen Arbeitskräfte etwa unterzubringen. Es geht darum, diverse Lager für Menschen, die interniert werden sollen, zu errichten. Für jede Form von Zwangsarbeit soll sowas da sein. Und was man hier eben auch sieht, ab Mitte des Krieges, kann man sagen, werden hier auch Außenlager des KZ Mauthausen errichtet. Und auch das gab es in Wien. Mit der Kapitulation Italiens im Oktober 1943 ist Wien für die Bomberflotten der Alliierten erreichbar. Es kommt zu den ersten Luftangriffen auf die großen Rüstungsbetriebe in Österreich und bis tief in den Großwiener Raum. Das Kriegsglück hat sich inzwischen an allen Fronten gewendet. Die Stadt wird zur Verteidigungsstellung ausgebaut. Tausende Zwangsarbeiter aller Nationen werden im Wiener Raum konzentriert. Schutzbunker, Stollensysteme und Flaktürme sollen vor Bombentreffern schützen. Neben dem Luftschutz für die Bevölkerung geht es vor allem um die Aufrechterhaltung der kriegswichtigen Rüstungsproduktion. Die Flugmotorenwerke Ostmark und die Heinkel-Flugzeugwerke sind bevorzugte Ziele der Bomberflotten und müssen verlagert werden. Mit der Dezentralisierung der Rüstungsbetriebe ziehen auch die KZ-Außenlager vom Rand der Stadt ins Zentrum. Verteilt auf Brauereikeller, Sportflächen und Werksgelände werden tausende KZ-Häftlinge notdürftig untergebracht und zur Schwerstarbeit gezwungen. Neben den auf die Stadt verteilten Fertigungsstätten des Heinkel-Konzerns werden auch anderen rüstungsrelevanten Firmen KZ-Häftlinge für ihre Produktion zugeteilt. Bis April 1945 sind drei große Außenkommandos des mörderischen Zwangssystems in Wien aktiv. Ihre Lager sind auf unzählige Standorte verteilt. Generell kann man beobachten, dass ja mit der Errichtung des Außenlagersystems natürlich ein ganzes Netz von Lagern sich über Österreich ausbreitet. Und das heißt, die Konzentrationslager rücken natürlich mitten in die Gesellschaft. Die sind nicht irgendwo isoliert, das waren sie nie ganz, aber immerhin waren sie auf bestimmte Orte beschränkt. Jetzt sind sie überall. Und diese Dezentralisierung der Industrie kombiniert mit Einsatz von KZ-Häftlingen auch an ganz kleinen Standorten führt natürlich dazu, dass das noch weiter sich auffächert. Und KZ-Häftlinge werden spätestens ab 1944 für die breite Bevölkerung einfach sichtbar. Niemand konnte vor der Einlieferung in ein Konzentrationslager sicher sein. Ein falsches Wort, ein falscher Blick, eine falsche Freundschaft konnten genügen, um in die Todesmühlen zu geraten. Das Traditionsunternehmen Österreichische Saurerwerke in Wien-Simmering ist ein Hauptabnehmer für KZ-Häftlinge. Der führende österreichische Nutzfahrzeughersteller profitierte schon im Ersten Weltkrieg von Rüstungsgeldern und kann nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten praktisch nahtlos weiter expandieren und seine Produktpalette ausbauen. Der gesteigerte Hunger nach Arbeitskräften durch immer neue Rüstungsaufträge wird vorerst mit tausenden Zwangsarbeitern gestillt. Doch mit Fortschreiten des Kriegs reicht das nicht mehr aus. Mehr als 1600 KZ-Häftlinge werden zur täglichen Arbeit für die Kriegswirtschaft gezwungen.
Heute stehen die Werkshallen der Saurer Werke auf der Simmeringer Heide leer. Für das neu zu errichtende Außenlager wird die Infrastruktur eines Zwangsarbeiterlagers adaptiert und durch Zäune und Wachtürme ergänzt. Ein Teil der Häftlinge muss täglich mehrere Kilometer quer durch Simmering marschieren, um Arbeitsstätten in den Kellern von Schloss Neugebäude zu erreichen. Ein großer Teil der Häftlinge besteht aus sogenannten Politischen. Einigen von ihnen gelingt es, eine Widerstandsgruppe zu formieren. Trotz aller Anstrengungen, Mitgefangene zu schützen, sterben rund 40 Lagerinsassen aufgrund der unmenschlichen Arbeitsbedingungen. Auch wenn in Wien der Krieg schon angekommen ist, bleibt die Konsumgütererzeugung für die Stadtbevölkerung davon vorerst unberührt. Gauleiter Baldur von Schirach geht durch alle Instanzen, um die Schließung der Amazone-Strumpffabrik zu verhindern und damit den Unmut und die Kriegsmüdigkeit der Wiener Gesellschaft hintanzuhalten. Letztendlich erfolglos. Die Rüstungsindustrie braucht dringend Raum und Arbeitskräfte und drängt immer mehr darauf, kriegsunwichtige Betriebe zu schließen. Dieser Konflikt wird eben ausgetragen bis sozusagen in Berlin, in die höchsten Ministeriumskreisen, weil das ein typischer Fall ist des Streits, wie weit kann man unter den Bedingungen des totalen Krieges die Konsumgüterindustrie zurückfahren. Wien war als noch relativ sicherer Standort auch für die U-Boot-Waffe von Bedeutung. Schon im Ersten Weltkrieg hatte Deutschland auf den Einsatz von U-Booten gesetzt. Mit dem Beginn des Zweiten machte man dort weiter, wo man aufgehört hatte. Nach ersten großen Erfolgen bereitete die Entschlüsselung des deutschen Enigma-Codes und die rasche Weiterentwicklung der Funkortung dem deutschen U-Boot-Krieg eine entscheidende Wende. Aus Jägern wurden Gejagte. Ihr Einsatzgebiet wurde in den weniger überwachten Nordatlantik verlegt. Die für U-Boote überlebenswichtigen Batterien erzeugte man im halbwegs sicheren Wien. Wo sich heute in Wien-Floridsdorf ein Baumarkt, die Filiale einer Supermarktkette und einige andere Geschäfte das Gelände teilen, wird 1944 auf dem Gelände der Firma Hofherr und Schranz die Akkumulatorenfabrik AG, kurz AFA, aus Hagen angesiedelt. Hier errichtet man ein weiteres Außenlager des KZ Mauthausen. Die Firma setzt rund 400 KZ-Häftlinge ein. Organisatorisch wurde das Lager von der SS als Subkommando des Außenlagers Floridsdorf verwaltet. Das KZ-Außenlager der AFA-Werke ist eines der unbekanntesten KZ-Lager Wiens. Die Einsatzaufgaben sind nicht dokumentiert. Wer jedenfalls der ihm gestellten Aufgabe nicht gewachsen ist, wird entweder zurück nach Mauthausen geschickt oder kommt für noch schwerere Tätigkeiten in Betracht. Häufig endet beides mit dem Tod. Wien 1944. Die Fassade der Idylle bröckelt und die fröhliche Stimmung in den raren Amateuraufnahmen ist ein Trugbild. Die Bevölkerung und die Kriegsführung wissen, dass die Front unaufhaltsam näher rückt. Das Oberkommando der Wehrmacht beginnt, Wien aufzurüsten und die Bevölkerung auf das Schlimmste vorzubereiten. Im Hintergrund ist man hektisch auf der Suche nach einem Ausweg, noch besser nach einem Wunder. Und da Krieg herrscht, wäre die ideale Antwort eine Wunderwaffe. Nicht weit von einem der letzten noch unversehrten Postkartenmotive soll sie gebaut werden. In der modernsten Ausbildungsstätte der SS, damals die Kraftfahrttechnische Lehr- und Versuchsanstalt, heute die Maria-Theresien-Kaserne im 12. Wiener Gemeindebezirk.
In den noch vorhandenen Werkstätten entsteht einer der größten Mythen der nationalsozialistischen Forschung, der sich bis heute entgegen aller physikalischen Realitäten hält. Gebaut von KZ-Häftlingen des Außenlagers Schönbrunn in Sichtweite der Habsburger Residenz. Das Kernstück des Traums von der deutschen Flugscheibe und Vorbild für die UFO-Fantasien der 50er und 60er Jahre, die Repulsine. Der Förster Viktor Schauberger ist ihr Erfinder. Er profitiert von der Kriegsentwicklung und darf sich technisch ausgebildete Häftlinge aus dem KZ Mauthausen aussuchen. In Folge entsteht das kleinste aller Nebenlager in den Räumlichkeiten der Eliteschule der Waffen-SS. Der Prototyp des flugunfähigen Scheibenantriebs landet nach dem Krieg in den Händen eines privaten Sammlers. Überleben im Konzentrationslager bedeutet auch, Selbstentscheidungen über Leben und Tod zu treffen. Denn das eigene Überleben ist oft mit dem Untergang eines anderen verbunden. Auf dem Fußballplatz des heutigen FAC war das Herz des Außenkommandos Floridsdorf beheimatet. Hier, wo einst auch Matthias Sindelar, Österreichs Fußballwunderkind, spielte, waren Kommandantur und Lagerbaracken. Unweit der Prager Straße wurden die Häftlinge für die Heinkel AG in den Brauereikellern der Umgebung zur Arbeit gezwungen. Wie verroht muss eine Gesellschaft sein, die das erlebte Leid von tausenden Häftlingen nicht mehr erreicht. Tatsächlich tritt eine Umkehrung ein. Die Anwesenheit der Häftlinge und Zwangsarbeiter wird von der Bevölkerung als Aufwertung erlebt. Es ist Bestätigung der eigenen Überlegenheit und Vergeltung für wachsende Verluste. Heute sind die Braukeller längst verschüttet und mit Wohnungen überbaut. Die Baracken sind verschwunden, alle Spuren verwischt. KZ-Häftlinge waren in der Stadt natürlich sichtbar, aus mehreren Gründen. Erstens durch die vielen Orte, an denen KZ-Zwangsarbeit stattgefunden hat, hat sich das schon sozusagen sehr verbreitet und waren sehr viele Leute mit der KZ-Zwangsarbeit direkt konfrontiert. Dann ist es ja so, dass ganz viele Häftlinge in der Früh aus einem Lager rausmarschiert sind, zu einem bestimmten Arbeitsort dort gearbeitet haben. Also auch dieser tägliche Weg hin und zurück zur Arbeitsstätte, auch das war natürlich sichtbar und auch wie Häftlinge dabei behandelt wurden. Dann kommt noch dazu, dass Häftlinge ja mit dem Luftkrieg auch oder nach Luftangriffen für Bombenräumkommandos, für Aufräumungsarbeiten herangezogen wurden. Also auch im innerstädtischen Bereich sind KZ-Häftlinge dann für die Bevölkerung sichtbar. KZ-Häftlinge waren ja prinzipiell kein Geheimnis. Also dass es Konzentrationslager gab, stand ja in der Zeitung und war nichts Besonderes. Die Frage, wie Häftlinge behandelt wurden, war natürlich nicht allen Teilen der Gesellschaft klar, solange sie das nicht direkt gesehen hatten, obwohl es immer Gerüchte gab, wie Menschen im Lager behandelt werden. Die Ostfront bricht zusammen und für die alliierten Bomber ist das gesamte Reichsgebiet erreichbar. Das Oberkommando der Wehrmacht erhofft sich von Ernst Heinkels Entwicklungsabteilung in Wien noch ein Ass im Ärmel. Eine Waffe, die die Kriegswende herbeiführen soll. Die zivile Bevölkerung sitzt in einer tödlichen Falle. Durch die Konzentration der Rüstungsindustrie in Wien ist die Stadt zu einem strategischen Ziel ersten Ranges geworden. Unter Einsatz tausender KZ-Häftlinge versucht Heinkel, seinen Volksjäger mit Düsenantrieb zur Serienreife zu bringen. Gebaut wird in den Stollen des ehemaligen Gipsbergwerks in der Hinterbrühl,
das seit 1932 als Tourismusattraktion geführt wurde. Die Grotte wurde schon sehr früh als idealer Standort für Rüstungsproduktion unter Tag erkannt. Die Stollen in 60 Meter Tiefe sind absolut bombensicher. Die einzigen bekannten Fotodokumente zeigen eine falsche Realität. Saubere Arbeitsplätze, gesunde Arbeiter, genügend Fertigungsmittel. Tatsächlich war es für 800 KZ-Häftlinge Schwerstarbeit unter grausamen Bedingungen, geführt von einem der brutalsten SS-Untersturmführer seiner Zeit, Anton Streitwieser. Anton Streitwieser war ja einer dieser SS-Führer, die von Anfang an in Mauthausen waren, und er hat sich durch große Brutalität von Anfang an ausgezeichnet gegenüber den Häftlingen und war sozusagen ein SS-Führer, ein Mann der Tat, wie man das so gerne gesehen hatte, der sich bewährt hatte und Härte zeigen konnte. Härte zeigen. Das heißt bei Anton Streitwieser, dem schönen Toni, sadistische Folter. Häftlinge werden bei ungenügender Leistung in Kisten gezwängt und stundenlang über den Platz gerollt. Immer wieder kommt es zu Übergriffen durch die Wachmannschaften. Streitwieser selbst trainiert seinen Hund Hasso auf das Jagen von Häftlingen. Seinem Sadismus werden keine Grenzen gesetzt. Der Firmenleitung geht es ausschließlich um die zu erbringende Leistung. Mit welchen Methoden sie erzielt wird, wird nicht hinterfragt. Die Wachmannschaften ziehen den maximalen Nutzen aus ihrer Tätigkeit. Hilfspakete für Häftlinge werden eingezogen, die Essensrationen stark verkleinert und zum eigenen Vorteil verwendet. Als sich die Befreier Wien nähern, ergeht an die Lagerführer der Befehl, die Außenlager zu evakuieren und die Häftlinge auf den Evakuierungsmärschen, die auch Todesmärsche genannt werden, zurück in das Hauptlager Mauthausen zu treiben. Allerdings beinhaltet das, dass die Personen, die nicht transportfähig und marschunfähig sind, getötet werden müssen. Dies geschieht in den Wiener Außenlagern auf unterschiedliche Weise. Manche Lagerführer der Außenlager verweigern sich diesen Befehl. Bei Anton Streitwieser ist es nicht der Fall. Er lässt diesen Befehl ausführen. In der Hinterbrühl kommt es zu einer Mordaktion an 51 Häftlingen, die am selben Abend, an dem sie ihr Leben lassen müssen, noch in Massengräbern verscharrt werden. Und am nächsten Tag beginnt der Evakuierungsmarsch. Vergleichbares spielt sich in allen Außenlagern der Heinkel AG ab. Nur in den Wiener Saurerwerken gelingt es, 190 marschunfähige Häftlinge vor der Ermordung zu retten. Die SS-Mannschaften sind angehalten, keinen Häftling in die Hände der Befreier fallen zu lassen. Man versucht, die Spuren der Verbrechen zu verwischen. Anfang April 1945 steht die Befreiung Wiens unmittelbar bevor. Die KZ-Häftlinge sind aus der Stadt verschwunden. Ihr Leidensweg ist deutlich länger als der der Zwangsarbeiter, die von der Roten Armee befreit werden. Denn das Morden in Mauthausen dauert noch an. Die Zählung der Toten in den Konzentrationslagern des Nationalsozialismus kann nie zu einem Ende geführt werden. Zu viele wurden ermordet, gefoltert und verscharrt, ohne dass man ihre Namen kennt. Das Wasser ist zurückgekehrt in die Höhlen der Grotte. Eine Gipsschicht hat sich über die Reste der einstigen Hallen der Flugzeugwerke gelegt. Täglich pumpt man Wasser aus, damit die Grotte nicht komplett geflutet wird und damit der größte unterirdische See Europas verloren geht. Unmittelbar nach Kriegsende beginnen die Aufbauarbeiten für den Neustart. Man versucht aufzuräumen. Wien ist die von Kriegsschäden am stärksten betroffene Region Österreichs. Die Spuren der Bomben sind auf den Firmengeländen noch deutlich sichtbar,
während die Spuren in den Archiven schon gelöscht werden. Heinkel, Saurer oder auch Steyr-Daimler-Puch schauen nach vorne und die persönlich involvierten Manager in der Rüstung werden für neue Aufgaben gebraucht. Ein Paradebeispiel und mitverantwortlich für den Ausbau des KZ-Systems und die Opfer der Nebenlager Wiens ist Walter Hitzinger. Hitzinger hat in diesem Rüstungskonglomerat im österreichischen Raum natürlich eine ganz wichtige Rolle, noch im mittleren Management. Also er war nicht die erste Ebene, aber doch sozusagen direkt unter der ersten Ebene eine ganz wichtige Person. Und das Interessante ist eben, dass Hitzinger nach 1945 eigentlich bruchlos seine Karriere fortsetzen kann. Man sieht, dass in Österreich die technische Intelligenz und auch die Rüstungsmanager, dass der Know-how auch danach gefragt ist, und das ist ihre große Chance. Hitzinger wird immerhin Generaldirektor der ehemaligen Reichswerke Hermann Göring, nun verstaatlichte Föst, eine Zeit lang, und schafft es dann sogar zum Vorstandsvorsitzenden von Daimler-Benz aufzusteigen. Das ganze mittlere Management in der Rüstungsindustrie in Österreich, das massiv natürlich auch in Zwangsarbeit und KZ-Zwangsarbeit involviert war, wird dafür nach dem Krieg, also nur in den allerseltensten Fällen, zur Verantwortung gezogen. Der Vorreiter bei der Versklavung von KZ-Häftlingen, Ernst Heinkel, wird in einem beispielgebenden Entnazifizierungsprozess als unbescholten eingestuft. Seine Firma steigt schnell wieder ins deutsche Wirtschaftsgeschehen ein. Der Heinkel-Roller wird zu einem Symbol des Wirtschaftswunders. In den 60er Jahren wird erneut versucht, die Schuldfrage der Heinkel AG zu klären. Auch wenn jetzt festgestellt wird, dass es eine Mitschuld gab, ist der Tatbestand mittlerweile verjährt. Und die Firma muss sich keiner Wiedergutmachung an die Opfer stellen. Die österreichische Nachkriegsgesellschaft baut am Mythos, das erste Opfer Hitlers gewesen zu sein. Darin hat die Mitverantwortung für Kriegsverbrechen keinen Platz. Der in den 60er Jahren das Wiener Stadtbild prägende Doppeldeckerbus ist eine Kooperation der österreichischen Saurer Werke und Gräf und Stift. Ein Beispiel dafür, dass Saurer rasch wieder Fuß fassen kann. Man macht Geschäfte mit der Post, der Bahn und expandiert in die ganze Welt. Und da ist es wichtig, die eigene Firmengeschichte möglichst sauber zu präsentieren. In den Volksgerichten, die die Aufgabe haben, Verbrechen in den Außenlagern der Saurer Werke aufzuklären, kommt es zu keinen Verurteilungen. Wenn sowohl Richter als auch Angeklagte ehemalige nationalsozialistische Volksgenossen sind, ist Gerechtigkeit für deren Opfer nicht zu erwarten. Das ehemalige Außenlager des KZ Mauthausen in der Hinterbrühl ist wieder eine Tourismusattraktion. Die Geschichtsaufarbeitung des Betriebes verschweigt die KZ-Häftlinge und die Ermordungen. Und dabei ist man in guter Gesellschaft. Gedenkstätten für die Wiener Außenlager des KZ Mauthausen sind rar. Der Prozess des Verwischens aller Spuren, der 1945 begonnen hat, war vielerorts sehr erfolgreich. Mit Leichtigkeit schafft man den Schulterschluss zwischen verklärter Kaiserzeit und Freizeitkultur, als hätte es das 20. Jahrhundert den Nationalsozialismus und die Mitverantwortung an seinen Verbrechen nicht gegeben. Thank you.